So, kurze Einweisung. Bienenfresser haben seit 2 Jahren eine eigene Ringserie. Und habe damals schon gemerkt, dass ich da irgendwo ein Faible für habe, hier was für die Natur zu machen. Seit mehr als 20 Jahren laufen bei Jörn Weiß aus ganz Rheinland-Pfalz Daten über die Bienenfresser zusammen. Weil irgendwann setzt nämlich der Rückwärtsgang ein. Brutzeit ist Beringungszeit, nur so können die wichtigen Daten erhoben werden. Genau, das ist auch klassisch. Da scheißt dann immer was. Etwa 6 Monate lang darf ich Jörn Weiß mit der Kamera begleiten. Von der Beringung bis zur Auswertung sind das sehr interessante Eindrücke. Das ist also noch Jugendgefieder, die sind noch nicht vermaufert, das heißt im zweiten Jahr jetzt. Neben den Sensoren, wie jetzt Ultraschall, über GPS und die neuen Modelle wie das, die können nicht nur GPS-Positionierung, sondern auch GLONASS, dieses Satellitensystem, das andere Satellitensystem. Mhm. Und dadurch wird es halt noch viel präziser. Ich bin erstmal total faszinierend. Und so, jetzt müssen wir erstmal den Kompass kalibrieren von dem Ding, weil es jetzt von Italien nach Deutschland gewandert ist. Auch Marco Küster kann ich für das Projekt gewinnen. Marco ist ein bekannter Kletterer, Filmemacher und Drohnenpilot. Üblicherweise dreht er in ganz anderen Situationen. Nicht selten hängt er mit seiner Kamera in einer Stallwand. Und als wäre das nicht genug, darf es auch mal ein Flügel auf dem 400 Meter hohen Heidenpfeiler im Dahner Felsenland sein. Auf dem spielt da nicht irgendjemand, sondern Alexander Huber, ein weltbekannter Profikletterer, begleitet von dem Cellisten Burkhard Maria Weber. Doppelt so viel. Nachdem alle Brutvögel die Grube verlassen haben, soll uns Marco mit seiner Drohne Aufnahmen aus der Sicht der Bienenfresser verschaffen. Unser Plan sieht vor, sowohl die skurrile Landschaft der Grube Geroldsheim als auch Jörn Weiß für den geplanten Film über die Bienenfresser in Szene zu setzen. Das gesamte Team ist begeistert. Marco steuert die Drohne mit einer Leichtigkeit, wie ich es bisher noch nicht gesehen habe. Und selbstredend verwendet er keinen Automatikmodus, sondern steuert alle Szenen freihand. Jawohl. Okay, Action. Doch auch unser Protagonist ist nicht aus der Ruhe zu bekommen. Die ein oder andere Wiederholung ist nicht zu vermeiden, denn sowohl Marco als auch ich scheinen ähnlich kritisch. Sorry, wir müssen es nochmal machen. Sorry, komm nochmal zurück, bitte. Okay, kann losgehen. Das Ergebnis ist beeindruckend. Den Film solltet ihr keinesfalls verpassen, also am besten den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Hier noch ein kleiner Vorgeschmack.